In diesem Video, da geht es darum, wie wir die Welt wahrnehmen und wie wir Entscheidungen treffen. Die Ideen beruhen auf der Arbeit von Carl Gustav Jung. Das ist einer der Urväter der Psychologie. Jungs Idee von kognitiven Funktionen ist die Basis vom MBTI-Persönlichkeitsmodell. Wenn du das noch nicht kennst, aber sehr gern Persönlichkeitstests machst, dann findest du Links in der Beschreibung unten. Die kognitiven Funktionen beschreiben, wie wir ticken, wie unser Denken funktioniert. Es sind diese Funktionen, durch die wir die Welt wahrnehmen und Entscheidungen treffen. Und Jung beschreibt 4 Grundfunktionen. Zum einen beschreibt er, wie wir die Welt wahrnehmen. Da gibt es Funktionen für Sinneswahrnehmung und für Intuition. Halten wir uns eher an das Beobachtbare, an konkrete Sinneseindrücke? Oder lesen wir eher zwischen den Zeilen und fragen, warum oder was wäre, wenn? Die anderen Funktionen beschreiben, wie wir Entscheidungen treffen. Und die Frage ist hier, denken oder fühlen. Genauer gesagt, entscheiden wir eher nach Logik oder aufgrund von Gefühlen und Werten? Von jeder Funktion gibt es jeweils eine introvertierte und eine extravertierte. Introvertiertes Fühlen und extravertiertes Fühlen. Introvertiertes Denken und extravertiertes Denken. Introvertierte Intuition und extravertierte Intuition. Extravertiertes Empfinden bzw. Sinneswahrnehmung und introvertiertes Empfinden. Im Grunde nutzen wir alle Funktionen, aber als Kind wählen wir eine Lieblingsfunktion. Und die hier, die introvertierte Intuition, die habe ich mir selber ausgesucht. Und sie fragt mich halt da, willst du sicher mich? Hast du alle Konsequenzen bedacht? Denn das ist genau das, was sie unter anderem tut, zukünftige Konsequenzen bedenken. Das kleine extravertierte Empfinden sagt dazu, warum denn nicht mich? Ich bin viel spaßiger. Was tatsächlich stimmt, denn es ist Experte im Hier und Jetzt Spaß haben. Das kann meine introvertierte Intuition nicht so gut. Aber ich mag sie trotzdem immer noch und will sie nicht wirklich tauschen. Welche Funktion könnte deine Lieblingsfunktion sein? Ich stelle sie dir alle mal im Einzelnen vor. Wir kommen erstmal zu den Funktionen, die uns helfen, die Welt wahrzunehmen. Und ich beginne mit dem Wahrnehmen über die Sinne. Das zum einen SE, das extravertierte Empfinden, mit dem Spitznamen Sinneswahrnehmung. Diese Funktion ist ein Meister der Sinne und der Körperkontrolle. Sie ist gern im Hier und Jetzt und hat gern Spaß mit vollem Körpereinsatz und verfügt über eine sehr hohe motorische Intelligenz. Diese Funktion hat ein Talent für alles, was mit Bewegung zusammenhängt, oft für Sport, vielleicht sogar Artistik oder darstellende Kunst. Und sie stellt die Frage, was passiert genau jetzt? Die introvertierte Schwester ist SI, das introvertierte Empfinden. Und da habe ich den Spitznamen Erinnerung. Und das ist etwas, was für diese Funktion sehr bedeutsam ist. Sie ist ein Meister der Erinnerung. Sie ist ein Hüter der Vergangenheit und der Tradition. Und sie bevorzugt das Bewährte und Vertraute. Sie ist sehr interessiert an traditionellem Wissen und daran, es weiterzugeben. Und die Frage, die sie stellt, ist, was ist vertraut? Wir kommen zu den intuitiven Funktionen, die uns helfen, die Welt wahrzunehmen. Das zum einen das NE, die extravertierte Intuition. Und sie hat den Spitznamen Erforschen. Und diese Funktion ist ein Meister neuer Ideen. Sie liebt Brainstorming, sie schafft neue Verbindungen und erforscht die Welt, findet neue Wege und kann nicht so recht widerstehen, auf Knöpfe zu drücken und Dinge auszuprobieren. Und sie ist ein wahrer Quell von kreativen Ideen. Und eine Frage, die sie sehr oft stellt, ist, was wäre, wenn? Auf der introvertierten Seite haben wir NI, die introvertierte Intuition. Die hat den Spitznamen Blickwinkel und sie ist ein Meister tiefer Einsichten. Und eine Besonderheit an dieser Funktion ist, dass sie nicht in einer Perspektive verbleibt, sondern immer wieder den Blick auf die Dinge verändert und alles von mehreren Seiten betrachtet. Und diese Funktion blickt hinter den Vorhang und erforscht das Verborgene. Sie will alles verstehen. Sie findet Verbindungen und sieht große Zusammenhänge, das große Bild und schaut auch in die Zukunft. Und diese Funktion fragt, warum? Wir kommen zu den Funktionen, die uns helfen, Entscheidungen zu treffen. Und da beginne ich mit dem Denken.
Das zum einen das extravertierte Denken, TE. Es hat den Spitznamen Effektivität. Und diese Funktion ist ein Meister darin, effektiv Dinge zu schaffen. Sie liebt Organisation und möchte Ideen so effektiv wie möglich umsetzen. Ist sehr gut in Multitasking und im Leiten von komplexen Projekten. Ein richtiger Macher, ein pragmatischer Denker. Und diese Funktion fragt, was funktioniert? Dann haben wir das introvertierte Denken, TI, mit dem Spitznamen Logik. Und sie ist tatsächlich ein Meister der Logik. Sie erfindet und arbeitet gern mit sehr komplexen logischen Modellen. Kritisches, analytisches Denken ist ihr Zuhause und sie hinterfragt alles. Ist auch oft an Wissenschaft interessiert. Und die Frage, die sie vor allem stellt, ist, was macht logisch Sinn für mich? Die anderen Entscheidungs- oder urteilenden Funktionen sind die, die über das Fühlen entscheiden. Das zum einen das extravertierte Fühlen, FE, mit dem Spitznamen Harmonie. Und Harmonie ist ein Meister sozialer Kontakte. Diese Funktion liebt Menschen und sie hat einen Sinn für soziale Beziehungen und für Gruppendynamik. Sie zeigt Gefühle und fühlt auch Gefühle mit anderen mit, ist sehr empathisch. Sie will, dass alle glücklich sind. Und die Frage, die sie stellt, ist, wie können wir die Bedürfnisse aller erfüllen? Dann haben wir die introvertierte Schwester, das introvertierte Fühlen, FI, mit dem Spitznamen Authentizität. Und FI geht es ganz viel um die eigene Identität. Wer bin ich? Was passt zu mir? Sie ist tief in Kontakt mit widerstreitenden inneren Anteilen und Gefühlen und trifft Entscheidungen nach einem inneren Kompass und nach einem individuellen Wertesystem. Auch mit dieser Funktion ist man oft sehr, sehr empathisch, sehr feinfühlig für Gefühle. Und die Frage, die sie sich stellt, ist, was fühlt sich richtig an? Ja, das waren die Funktionen. In welcher Funktion findest du dich selbst am ehesten wieder? Und es kann passieren, dass du dich mit mehreren Funktionen identifizieren kannst. Denn letzten Endes, habe ich ja auch schon erwähnt, nutzen wir sie alle, nur in verschiedenen Ausprägungen. Jung zufolge gibt es auf Grundlage dieser Funktion 8 verschiedene Persönlichkeitstypen. Und der MBTI ist ein Test dazu, der Myers-Briggs Type Indicator. Myers-Briggs, das sind Namen, das sind Mutter und Tochter, die den entwickelt haben, auf Grundlage von Jungs Arbeit. Es gibt ja, wie ich gesagt habe, eine Funktion, mit der man sich besonders identifizieren kann, aber halt auch weitere Funktionen. Und die nehmen halt die zweitstärkste noch mit hinein und teilen das entsprechend auf. Und dadurch kommen wir auf 16 Persönlichkeitstypen. Der MBTI ist in den USA ziemlich verbreitet und wird sogar zum Teil von Firmen bei Einstellungstests verwendet. Es gibt allerdings nicht nur positive Stimmen zum Test. Unter Wissenschaftlern wird der Test nicht anerkannt, denn er ist nicht reliabel. Das bedeutet auf Deutsch übersetzt, dass ganz oft falsche Ergebnisse herauskommen. Der hat eine gewisse Fehlervarianz. Und auch das Modell an sich ist recht umstritten. Ja, und hier haben wir gleich ein Beispiel für den Konflikt zwischen der denkenden und der fühlenden Funktion in mir. Der Wissenschaftler in mir sieht diesen Test tatsächlich auch kritisch und sagt so, naja, okay, wenn er nicht reliabel ist, und hat er halt auch seine Überlegungen und seine Kritikpunkte. Der fühlende Teil in mir stellt sich allerdings die Frage, was macht dieses System mit Menschen? Wie wirkt das auf Menschen? Und da stelle ich immer wieder fest, wie sehr das Menschen hilft. Und auch ich habe das so erlebt. Also mich hat das Wissen um meinen Persönlichkeitstypen unglaublich weitergebracht in Sachen Selbstreflexion. Und es hat mir einen sehr, sehr guten Ausgangspunkt geliefert, um mich selbst besser zu verstehen. Und insbesondere in Sachen Akzeptanz hat mir dieses Modell unglaublich geholfen. Es hat mir viel mehr geholfen, mich selbst anzunehmen, so wie ich bin. Und es hat mir auch geholfen, Missverständnisse mit anderen aufzulösen. Und das sind Dinge, die ich immer wieder höre, auch von anderen Menschen. Wir haben oft das Problem, dass wir von uns auf andere schließen, dass wir denken, sie würden die Welt ähnlich wahrnehmen wie wir. Dann kann es zu Ideen kommen oder zu Ärger kommen. Denken wir uns sowas wie, Mann, das muss der doch merken oder ach, das weiß man doch. Und das Typenmodell hat mir ziemlich geholfen zu verstehen, dass das halt nicht immer so ist, dass andere die Welt
teilweise sehr anders wahrnehmen als ich. Und diese Unterschiedlichkeit zu verstehen, hat mir sehr darin geholfen, entspannter damit umzugehen. Wenn du jetzt neugierig geworden bist und mehr erfahren willst, im nächsten Video stelle ich das Modell nach dem MBTI vor und erzähle auch ein bisschen was zu dem Test und was da wichtig ist zu beachten, wenn du ihn selber machst. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Gibt es eine kognitive Funktion, mit der du dich besonders identifizieren konntest? Oder gibt es sogar mehrere? Dann schreib mir gern. Ich bin richtig neugierig, wie das euch da geht. Und ja, freue mich drauf und bis zum nächsten Video.